Hallo liebe Modellmann-Freunde, hier ist wieder euer Aquapainter aka Uli. Und zwar, es geht heute die Rubrik, wie geht das? Verlöten der Gleisanschlüsse, wie ich es mache. Mir ist durchaus bewusst, dass die Mehrzahl der Leute, die in das Video hier reinklicken, das selber schon 100 Mal gemacht haben und vielleicht auch viel, viel besser als ich. Ist aber völlig in Ordnung, sollen sie ja machen. Es gibt aber auch genug Leute, die vielleicht das nicht unbedingt wissen. Und nicht jeder macht ja Videos, wie er es macht. Und so viele sind das ja gar nicht. Und deswegen möchte ich das ganz einfach mal zeigen, wie ich. Deswegen war das groß geschrieben, wie ich es mache. Was mache ich zuerst? Ich habe hier jetzt die Gleise unten ein Stückchen von dem Plastik rausgeschnitten, aber so, dass ich keine Schwellen verletze. Also jetzt optisch. Wenn ich jetzt sieht man es gleich wieder ganz gut, das mache ich erstmal mit Lötkolben sauber, ganz professionell übrigens, mit dem Cutter drüber kratzen. Aber ich habe genug Lötspitzen, so ist das nicht. Wie gesagt, ich schneide nur so ein kleines Stückchen zwischendurch raus. Und also ein kleines Segment, die Schwellen bleiben komplett bestehen. Und da mache ich jetzt einen Lötpunkt drauf und verzinne das sozusagen, so dass das Kabel sich nachher leichter anlöten lässt. Ich werde übrigens versuchen, nicht allzu viel zu schwatzen in diesem Video, weil ich sag mal, die Tätigkeit spricht ja für sich hier. Ich habe natürlich jede Menge von diesen Lötstückchen, jetzt habe ich bloß geguckt, ob irgendwo ein Lötpunkt drauf liegt, vor mir, weil ich ja geplant habe, oder ich habe es so jetzt mir ja geplant, dass ich bei meiner Anlage Steampunk, was ich gerade aktuell ja als Anlage hier immer als Video einstelle, jedes dritte Gleis mit Strom zu versorgen. Das ist meine aktuelle Planung. Dann sehe ich zu, dass ich vor und hinter jeder Weiche einen Stromanschluss ranlöte. Das ist viel Arbeit. Das ist ja bei den Weichen 3 Stück oder 4 Stück, wenn es eine Doppelkreuzung ist oder eine Kreuzungsweiche ist. Und aber die Arbeit mache ich mir, weil bei Spur Z, die Spur Z fahren oder bauen, wissen das selber, dass Kontakt und Stromversorgung bei Spur Z. Ja, die kleinen Loks sind sehr leicht. Ich habe mir jetzt sogar kleine Bleikugeln bestellt, um die Loks damit zu beschweren. Das soll aber mal ein anderes Video werden, wenn ich mich um die Loks mal kümmere. Da müssen ja dann die Decoder noch eingebaut werden. Fünfpolige Motoren, dann vielleicht wieder kleine Bleikugeln noch mit einlegen und. Das will ich aber dann separat mal machen. Hier wird jetzt das Kabel abisoliert. Ich mache meistens so 8 mm rum. 5 bis 8. Manchmal 10, also ich stelle das nicht wirklich genau ein, ich mache das ein bisschen frei Schnauze. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Dann, es ist relativ lang, das ist mir bewusst. Jedoch, wenn ich das jetzt dann verzinne, die Drahtenden, dann hat man meistens oder oft, zumindest geht es mir so ganz am Ende, immer wie so ein, ja, so ein Lötzinn-Knubbel dran. Und den möchte ich nicht. Ich möchte also ein glattes Stückchen ja, verzinntes Stückchen dann dran haben. Wunderbar übrigens hier aus dem Bild rausgelötet oder verzinnt. Dann werde ich wohl jetzt mal einen Cut reinfügen. Und da schneide ich dann die Hälfte von ab, so dass ich wirklich ein ganz sauberes Stückchen von diesem verzinnten Kabel haben werde, was ich dann da direkt anlöten kann. Ja, da sieht man es ganz gut, da ist auch so ein Knubbel vorne dran. Das schneide ich ganz einfach auf der Matte ein bisschen ab, dann ist das weg. Dann habe ich ein ganz sauberes Ende, was ich da anlöten kann. Macht sich auch viel, viel leichter, weil zu viel Lötzinn ist ja nicht gut, weil dann hat man ja das Problem, dass, wie soll ich sagen, dann zu viel, der Knubbel halt unter dem Gleis zu groß ist. Man bohrt zwar Löcher drunter, aber ich sag mal so, je glatter und sauberer das ist, umso schöner ist es doch alles. So, jetzt geht es direkt aufs Gleis. Normalerweise, ich wollte gerade sagen, mache ich nicht nochmal Lötzinn dran. In diesem Fall habe ich es natürlich als Vorführeffekt gemacht, weil normal reicht das völlig aus, was am Gleis und am Kabel dran ist. Geht relativ einfach, kurz und schnell drauf, so dass man gar nicht die Schwellen, die Plastikschwellen da unten verletzt. Und dann hat man auch überhaupt kein Problem. Senkrecht natürlich drauflöten, weil das Kabel soll ja nach unten, senkrecht unten auch reingehen in die Unterlage, ne? Deswegen halt senkrecht drauflöten. Im Zweifelsfall, wenn das mal nicht so will, die Gleise, das Kabel natürlich nicht
von innen ans Car, an das Gleis anführen, sondern von außen, wenn es mal schlecht halten will. Ja, lieber immer den Draht, ich sehe zu, dass ich ihn immer stumpf auf die Schienen drauf kriege. Wenn es auch mal nicht so will, dann lieber nach außen, weil da liegt kein Rad an von den Waggons und von den Loks. Ne? Da kann man dann ruhig außen ein bisschen was dran machen. Wenn der Lötpunkt innen entstanden ist, dann ist das Problem, hier sieht man, es ist recht sauber geworden, dann sieht man, dass die Loks dann mit so ein bisschen springen oder nicht sauber auf der Strecke aufliegen. Und deswegen lieber von außen dran machen. Ich hatte noch mehr Weichen ursprünglich gemacht, noch Kurvenweichen, das habe ich aber jetzt hier nicht mehr mit im Video drin. Ich habe das als Einkabel genommen, sehe ich gerade, und mache jetzt bloß die Enden noch sauber ab, und das war es eigentlich dann schon mit der ganzen Sache. Jetzt werde ich im Anschluss noch kurz zeigen, wie ich die oder eins von diesen Gleisen auf der Bahn verlege, mit den Löchern und. Das wird dann im Speed-Modus wieder passieren, im fast schon gewohnten Dreifach-Speed, wird auch gleich oben eingeblendet werden. Da war ich das auch im dritten oder vierten Video von der Steampunk-Folge schon drin habe, wie ich das verlegt habe. Ja, hier sieht man jetzt, wie ich das Gleis erstmal oben anfüge. Ich habe die natürlich noch nicht festgemacht. Ich muss ja gucken, dass ich immer dann das Gleis noch locker habe. Ansonsten fügen sie sich halt sehr, sehr schlecht zusammen. Und ist ja eh schon ein bisschen fummelig bei Spurz, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Das wirklich immer so, und deswegen auch die vielen, vielen Gleisanschlüsse, weil die Übergänge zwischen den einzelnen Gleisen, nee, ich sehe zu, dass ich immer neue Verbindungslaschen rankriege oder ranmache, wo es erforderlich ist. Aber nee, wenn man die Gleise schon mal verwendet hat, sind die Verbindungslaschen dann auch schon ein bisschen aufgebogen, und das ist alles gar nicht dann so pralle. Deswegen lieber mehr Strom drauf als zu wenig. Macht viel Arbeit, aber ich sag mal so, an der Modellbahnanlage, was macht da keine Arbeit? Also von der Seite her ist das schon völlig in Ordnung, wenn man sich da ein bisschen mehr Arbeit macht. So, das ist jetzt ein Gleis, wo das Kabel noch nicht getrennt war, ist aber egal. Die Löcher hatte ich vorher angezeichnet mit einem ganz einfachen kleinen Edding, einen Punkt gemacht, durchgebohrt, jetzt die Kabel durchgeschoben, und dann werden die von unten bekommen so ein Schleifenknoten von mir rein. Natürlich achtet drauf, wo schwarz und rot ist, dass man keine Verpolung hat. Außer so eine Schleife wäre, eine Kehrwende. Und wie gesagt, dann kommt ein Schleifenknoten unten rein, und das war's dann. Dann kommt noch so ein Klebepad dran, wo ich dann die Kabel mit befestige. Und das war's im Grunde genommen. Ich danke fürs Reinschauen. Wen ich damit vielleicht geholfen haben sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Klickt doch mal auf Abo oder auf einen Kommentar. Oder auf den Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall. Mach's schön gut. Bis zur nächsten Folge. Dein Aquapainter. Ciao.